Vigilant, something's wrong, sir. We're encountering some problems with the capsule on re-entry. Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, ich möchte heute mit euch Red Matter zocken. Also sieht hier schon im Menü irgendwie cool aus. Gefällt mir echt gut. Um was geht es sich? Sind zwei Nationen im Kalten Krieg und wir sind Agent Epsilon und müssen werden in irgendein Feindgebiet, glaube ich, abgeworfen und müssen dann ein Forschungsprojekt aufklären. Lass uns mal überraschen, ist so ein Puzzle-Adventure-Game und ja, ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß. Okay, was jetzt? Oh, wir sind im Kino, oder was? Perhaps you're under the impression that the war is over. Okay. You would be mistaken. Kleine Erklärung jetzt. The game has changed, but the match isn't over as long as the pieces are able to move. We may believe we have defeated them, but they're still here, closer than ever before. In our institutions, among us, stripping us of our secrets. Rockets once aimed toward the sky, now point farther still, into space. Your code name will be Epsilon. You will travel to Rhea, one of Saturn's moons, to explore an abandoned science facility belonging to our enemies, Volgravia. Your mission, to infiltrate the complex, uncover the secrets of their research, and transmit them to headquarters. Okay, wir sollen irgendwas finden und zu unserem Hauptquartier schicken. Space capsule. We will contact you again once you've reached your destination, Agent Epsilon. Okay, das ist unsere Kapsel wahrscheinlich, vermute ich mal, oder? Good luck. Baum hoch geht nicht. Der hat so Doppel Daumen. Approaching Rhea Lunar Orbit, awakening Agent Epsilon. Wow, das sieht cool aus. Wir haben ein kleines Upgrade gekriegt, wir haben jetzt Displays und so weiter. Epsilon, do you read me? Können wir jetzt hier irgendwas machen? Just a moment, something's wrong, sir. Beep, 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 beep. We're encountering some problems with the capsule beep. On re-entry. Oh oh. Houston, wir haben ein Problem. Engage wir brennen. Landing protocol. Hurry. Okay, wir treten wahrscheinlich in die Erdatmosphäre ein. Ja, wird uns auch da angezeigt. Hoffentlich wird es eine sanfte Landung hier. Aber das heißt nichts Gutes, glaube ich. Oh Gott. Hingefallen und Putte ist er. Ja, das ist unsere Kapsel. Agent Epsilon, do you copy? Epsilon, can you hear me? Ah. Oh, sieht schon echt cool aus hier, finde ich. Hier sind wir so ein bisschen. Epsilon, if you can hear me, we need to reboot. Langgeschraubt, würde ich mal sagen. Look at your hand and press the highlighted button. Highlighted button, okay. Drücken wir mal. System rebooting. Unser Touchpanel ist kaputt. Wait, I'm getting something from the suit. It's alive. Epsilon made it. Okay, da leuchtet jetzt auch was. Epsilon. Looks like your comm system is down. We can't hear you. Nö. I'm going to need you to give us your location. Look for any signs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Da oben fliert so ein bisschen die Luft. Sieht so aus wie so ein kleines Kraftfeld oder so fast. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt so gewollt ist oder ob es nur ein Grafikfehler ist. Uses tool to scan the sign by pressing the trigger. So you're going to need your translator unit. When you find the sign, just point at it and pull the trigger. Na, das ist ein Zeichen, ne? I saw the sign. The data drive basic Raven is required to translate text. The translator must have gotten damaged. Okay, unser Übersetzungstool ist kaputt. I need you to reload the Volgravian basic language data drive, so we can translate that sign. You'll locate probably the data have to look around for scan it. It should be close. It should be closed, okay. To turn faster, move the right stick to either side. Okay, das können wir ja nicht lesen. Stick zu... Ah, so können wir uns drehen, okay. Ah, all right. Da liegt was. Dann analysier mal, der Analyzer. Okay.
Wir haben wieder unsere. Alright, the data drive's been uploaded. Now try to scan that sign again. Unsere Bibliothek aufgewertet. Jetzt scannen wir nochmal. Got it and got you. Looks like you're pretty close to the facility we're looking for. Listen, you can cycle through the suit's tools linked to your left hand and select the icon for whatever tool you want by moving the stick. Ah, okay. Okay, jetzt macht er das. Ah, okay, okay. Das verstehe ich. Also ich kann hier mit dem Stick immer auf diese Symbole zeigen und dann muss ich drücken und dann macht er das auch. Okay. Wie kann ich mich denn bewegen? Ah, okay, jetzt. All systems operating at full power. Okay. Now, we need you to find that facility, enter the underground complex and locate those documents for us. We must have that information sent back to us, agent. Warte mal. Select to view updated mission. Okay. Checken wir das mal. Ja, und? Ah, okay. Select to view updated mission status. Ah, okay, Hammer. Find the classified documents. Enter the base. Ja. While in the air, you can use the right stick on the suit's thrusters to accelerate or decelerate. Find the speed that you're most comfortable with. Man kann so ein bisschen schneller und langsamer springen. Ich weiß nicht, ob Teleport nicht besser wäre, aber ist interessant auf jeden Fall. Mir wird auf jeden Fall nicht schlecht davon. Boah, die Optik ist mal echt sehr geil. Also das habe ich eben gar nicht gemacht. Ich möchte mich jetzt hier nochmal bedanken an die Entwickler, die mir das Spiel hier zur Verfügung gestellt haben. Echt vielen Dank. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier dafür einen Key bekomme. Hilft mir, das Video hier zu machen und ich hoffe den Entwicklern auch, dass ein paar Leute das hier sehen und eventuell das Spiel dann auch kaufen werden. Okay, checken wir mal hier alles. Oh, das sieht so, also von der Optik her ist das echt geil. Auch wenn jetzt da nicht so viel zu entdecken ist, aber trotzdem hat man das Gefühl, man könnte echt weit schauen. Ach, das ist okay, das. Kann ich auch irgendwas greifen? Nö. Okay. Sealed Crate Supplies. Ice Mining Supplies, okay. Okay. Machen wir mal ein bisschen schneller. Gucken, wo ich hier im Raum bin. Okay. Das können wir noch scannen. Our records indicate this site was abandoned in a hurry. Be careful. Be proud, Volgravian. You opened the path to stars from Earth. Okay. Musik ist auch cool, erinnert mich so ein bisschen an Total Recall, der Originalteil von Arnold Schwarzenegger noch, oder mit Arnold Schwarzenegger. Von den Sounds her. Was steht denn da? Bewehr auf Cliffs. Oh ja, okay. Man sollte hier nicht runterspringen. Da ist irgendein Schaltkasten. Ziehen wir es mal rein. An das System muss ich mich erst noch gewöhnen. Remember, your scanner can be used not only to translate text, but to analyze objects as well. Okay, man muss gedrückt halten. Good job, Agent Epsilon. We're inside.
we're inside. Remember that you can check your mission status at ich hoffe, das ist kein Horror-Adventure. Brauchen wir bestimmt, sonst hätten wir die jetzt nicht in Loading Missions. Jetzt wird's dunkel. Access the underground complex, enter through the airlock. Ich guck mal kurz, wenn ich hier loslasse, den Trigger, ob der die fallen lässt. Jo. Und in Zeitlupe. Ah. Ne, den kann ich mir nicht mehr holen, aber... Now we're gonna have to find a way into the underground complex. The information we're looking for should be there. Okay. Was ist das? Database? Müssen wir bestimmt scannen. Warte, das war nur die Lampe. Wie wir scannen nochmal? Evacuation Protocol, Data Drive Upload to Memory, Regression Database, okay. Können wir das aus... Ja, ja, gut. Können wir ausscannen? Ja, a few ist super. Haben wir ein Inventar? Das wäre cool, aber ich glaube, haben wir nicht. Was steht da? It appears to be a map with the location of this facility. It appears to be a map. Okay. Keine Ahnung, was gemeint ist. Nein! Oh. Leute. Oh, irgendwie ist das nicht mein... ich muss das jetzt loslassen und dann... Warte, mach mal so. Ist einfacher. Someone sabotaged the opening mechanism. It seems they were trying to keep anyone from leaving or entering this place. Kann man hier irgendwas machen noch? Nein. Nikolai Maturin and Olga Krajeva are the only readable names. The rest are crossed out. Okay, zwei Namen, alle anderen sind durchgestrichen. Airlock Emergency. Okay, da müssen wir auch rein. Das heißt, wir müssen bestimmt zwei Sicherungen haben, oder? Was passiert da, als wir die hier rein? Okay, wir müssen mit Sicherheit zwei haben. Kann man. Kann man das? Ne, das geht nicht. Will er nicht, aber wir können jetzt mal. Ah, und da oben können wir nicht, oder? Kann man da hoch? Ist auf jeden Fall ein interessantes System, sich zu bewegen. Oh, das Flüstern ist schon eklig. Und verheißt auch wieder nichts Gutes, ne? Irgendwie. Ist das alles, was wir an der Höhe können? Okay, dann versuchen wir mal da oben hinzukommen. Vielleicht können wir. Aber da war irgendwie gerade so, ja. Die Zeit hat irgendwie angehalten, ne? Würde ich fast sagen. Kurzzeitig. Was haben wir hier? Okay, hier. Okay, bringt uns das weiter. Ich wüsste jetzt nicht, wie uns das weiterbringen soll. Aber wir können mal nach hinten fahren. Dahin.
Wie ist das ja gerade passiert? Ja, wir müssen ja dieses Forschungs... Biohazard. Das Forschungsprojekt müssen wir ja aufklären, was sie hier gemacht haben. Und dann wird wahrscheinlich im Laufe der Story wird das immer klarer, was hier passiert ist. Aber das ist schon mal ein erster cooler Hinweis. Dass auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt. So, ich muss immer überlegen, was ich jetzt machen muss zum Scannen. Okay. Nützt uns jetzt nicht. Nix. Was kann ich hier machen? Ich muss mich umdrehen. Achso, okay. Hier kann ich ihn auch bewegen. Okay, erstmal habe ich jetzt keine große Idee, was ich machen kann. Was ist das? Ich bin so wohl eine Schachfigur, ne? Red King Chess Piece. It has been painted with an... Okay. Mit einer unidentifizierbaren Substanz wurde das geschrieben. Ein bisschen runter. Ah, Leute! Da oben sehe ich gerade einen Sicherungskasten. Da müssen wir bestimmt hin. Na komm, schneller. So. Echt super stimmungsvoll gemacht, das Spiel, finde ich. Oh, jetzt ziehen wir uns hier mal die Sicherung. So. Wieder zurück und jetzt müssen wir eigentlich da runter und dann sind wir ja schon da, ne? Können wir schon runter? Ja. Schneller, schneller, schneller. So, jetzt haben wir gleich die zweite drin. So, sieht schon mal gut aus. Safe in game. Sieht gut aus. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass man irgendwas festhält. Die Controller vibrieren. Also echt gut gemacht. Und es geht auch echt schwer. Mann, ey. Das war aber laut jetzt. Hier ist auch wieder was kaputt. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Okay. Airlock ist geschlossen. Wir haben einen kaputten Schalter. Wir können hier nichts machen. Nein. Da geht gar nichts. Ah. Ich glaube, ich habe das System jetzt verstanden. Wenn ich den Trigger drücke, springt der. Okay, muss gleich nochmal probieren. Wir haben Spannung. Das sieht gut aus. Okay. Ha! Ein Hut! Können wir auch drehen? Wow. Okay. Reicht wahrscheinlich auch noch nicht. Ist wahrscheinlich bis ganz zum Ende.
Und, nützt uns das was? Ne, nützt uns gar nichts. Irgendwo muss doch bestimmt jetzt gleich eine Tür kommen, oder? Hinter uns. Okay. Ne, der doch. Auf langen Strecken springt er immer so komisch. Okay, dann ziehen wir uns mal kurz rein. Was will der von uns? Welcome to the facility, comrade. Your presence here represents a breach of evacuation protocol. Okay. Warte, jetzt noch so eins? The base is currently on lockdown. Please use your... Okay. Die ganze Station ist hier... Wie geil ist das denn? Runtergefahren worden. Und abgeschottet. Okay. Ja. Schauen wir uns mal weiter um. Nächste Rätsel. Wow. Ist einer drunter? Sieht nicht so aus, ne? Ne, kann man nicht greifen? Geht's. Müssen wir alles hier analysieren. Nichts so Wichtiges. Was haben wir hier? Your family is proud of you. We love you. Olga. Was ist das? Nitrogen-Tank for Space Suits. Okay. Vielleicht braucht man nachher sowas. Okay, das Sauerstoff. Da ist auch die Schachfigur wieder. A picture of a cat. Ob wir den auch noch brauchen? Warten wir mal ab. Okay. It's a plan from Earth. Ne, ich will den Text. Irina, I hope that your death. I hope that your death will at least serve to so that we all combat the red parasite that killed you. I love you always. Okay, ist wahrscheinlich die Frau gestorben von diesen komischen Parasiten, wo hier gerade von erzählt wird. Ob das was mit dieser roten Pflanze zu tun hat? Das sind einfach nur Kerzen, ne? Kernel. Okay. Excellent. This is a personnel security code. Now that it's loaded into memory, simply use the scanner to activate it. Okay, wir haben irgendeinen Code bekommen auch. Checken wir hier noch. She loves the soil and no, the soil loves her. Farewell, comrade. Okay, schauen wir mal weiter. Drücken wir mal. Was willst du denn jetzt schon wieder? This access is out of order. Wem war das hier? Steht das dann da drauf? Drauf? Nee.
Mir bleibt nichts liegen. Aber wir haben ja jetzt schon einen Fahrstuhl hier. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Okay, wir haben ja den Code. Okay, den Code können wir dafür gebrauchen. Alright, Agent. Now locate the security area. The documents we're after should be there. Remain alert. There's no telling what we may find down there. Okay, abwärts geht's. Ah, bisher echt cool. Gefällt mir das Spiel. Natürlich wäre deutsche Übersetzung natürlich nochmal Premium. Ich höre wieder dieses komische Flüstern. Das heißt eigentlich nichts Gutes, ne? Oh je. Taschenlampe. What was that? The power seems to have been cut, Agent. Saving game. Boah, der Schatten da gerade hat mich tierisch erschrocken. Boah. Ich dachte, das wäre kein Horror-Game. Turn the power on. Ja, aber wo? Kann man hier den Rechner mal befragen? Hallo? Sag mal, was los ist, Jung. There's been a power outage if kept basic system operating. Action is required at the power station in order to bring things back to normal. Ja, super.